So Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Im letzten Part ging ja schon ordentlich die Post ab und ich habe mir ordentlich in die Ofen geschissen, denn das... Wow, eine neue Art des Horrors, wie ich schon gesagt habe. Also für mich eine Art des Horrors, weil ich solche Spiele noch nie gespielt habe. Warum guckst du da hin? Ist da irgendwas Besonderes? Oh, ach, das sind Schränke. Na, Mannequinen, sagt das doch jemand. Und die sind wahrscheinlich, ja, verschlossen. Sind hier noch mehr solche Dinger? Waren hier noch Schränke? Irgendwo? Offensichtlich nicht. Was ist das? Ach, doch. Cool. Okay, genau umgucken heißt es wohl. Genau umgucken. Also, falls der mich jetzt im ersten Part geflamed hat von wegen... guck dich doch mal besser um. Dann wisst ihr Bescheid. Kann ich irgendwie die Waffen... Ich habe da ganz viele Sachen gerade gefunden, aber nicht genau darauf geachtet, was es war. Die ganze Weile Monster! Okay. Kann ich auch gehen dabei gleich? Ja. Ich glaube, ich werde nur noch so durch die Gegend laufen. Ey, wie so Abzweigungen. Nee, da geht's lang. Das sieht böse aus. Schatten. Da waren Schatten. Oh Gott. Wieso? Der steht doch bestimmt auf. Er liegt da direkt vor dem Speicher. Wow, doch eine Speicherstation direkt. Das kann man doch. Wow, ich hab's doch gemacht, ich hab's gesagt. Ah, Alter Schwede. Kurze Frage, zählte das jetzt schon als Schrei? Du Penner! Okay, ja, was wollte ich jetzt machen? Ich hab's total vergessen. Kann man das mitnehmen? Was ist das? Medipack, heilen. Da stand gerade, wie ich mich heile. Scheiße, ich hab's vergessen. Und Plasma-Energie. Oh Gott, alter Schwede. Meine Herren. Was ist das? Audiolog. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Hab ich. Ich bin ja quasi, quasi, verstehen Sie, professioneller, hier, wie heißt es nochmal? Na komm. Techniker, hier, Reparaturtypus. Ah, Gott, jetzt fällt mir die Bezeichnung auf. Mechaniker, ja genau, Isaac ist doch ein Mechaniker, glaube ich, ne? Also heißt es, ich habe sowieso Ahnung. Warum Alter, schon wieder erschrocken. Das ist aber normaler, oder? Also, oh Junge, was haben sie mit dir gemacht? Oh, Leute, ich habe gerade erst angefangen. Es ist gerade erst angefangen, der macht schon so... Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie diese Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und erwarten zusätzlichen Schaden. Gerade eben schon gehört und auch schon in der Praxis selbst getestet, meine Freunde. Aber ihr könnt doch nicht direkt am Anfang des Spiels so einen Abfuck mit mir machen. Wie soll ich das überleben? Moment. Monster! Wow, großes Feld. Muss man doch mal sagen. Scheiße, ich will mich gar nicht schneller fortbewegen, als ich sie gerade tue. Wow, das ist aber schon imposant. Imposant, liebes Schiff hier. Schreien die Monster auch oder war das was anderes? Da liegt schon wieder jemand. Du stehst doch auch auf, oder? Nee, du bist schon tot, oder? Ich glaube ja. Wie soll ich denn da durchkommen? Kann er nicht irgendwie so ein Verlangsamungsteil? Ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Wie mache ich das? C. Das sind so viele Tasten, Leute. Ich werde sowas von... Das scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Nee. Also so. Mit C und dann C.
Aha. Und durch. Wow. Welch Gravitation? Ich fliege. Okay, das Ding verlangsamt auch Monster. Das finde ich gut. Das heißt nämlich, dass ich das auch zur Not als Waffe benutzen kann. Oh Gott, das ist viel zu viel. Viel zu viele Tasten für mein Un-PC-Hirn. Was ist das? Starsat, das Ding hat ja nur Munition. Stimmt, kann ich irgendwie gucken, wie oft ich das habe? Nee, eine Speicherstation. Mhm, da ist ein langer offener Gang, da ist ein langer offener Gang. Und ich schlag vor Wut gegen die Wand. Nein, aber ich speichere erstmal. So, gibt es nur vier Speicher? Ah, nee, da hinten geht es noch weiter runter, okay. Heilige Scheiße! So, wo gehe ich denn zuerst lang? Nein, das könnt ihr nicht machen. Alter. Boah, für einen kurzen Moment. Fuck you. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich muss jetzt hier im Dunkeln weitermachen. Aber ich habe doch gerade wieder so ein Ding gehört. Kann nämlich sein, dass ich für euch wahrscheinlich wieder viel zu langsam spiele oder so, aber... Ach, die kann ich kaputt machen! Ne, sag mir das doch... toll, da habe ich schon voll viele von übersehen. Was steht denn da? Hm, was? Do not... Don't believe the lies. Read what they're really saying. Glaub nicht die Lügen. Lies, was sie selber machen, und dann sieht aus wie ein Inkognito-Wirrwarr. Okay. Da ist auch noch ein Gang. Too many ways. Naja, egal. Und verschlossen. Schön. Und dann jetzt, Bob, mal hier gucken. Oh, Toiletten. Hallo, wo ist der Ausgang? Okay. Männer- oder Frauenklo? Wir gehen zuerst ins Herrenklo. Oh, und finden Midi-Pack. Mit Q benutzen wir die, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir gehen ins Damenklo. Okay. Alles noch. Im grünen Bereich. Habe ich irgendwie ein Inventar oder so, weil ich mal aufgucken kann? I? Ha! Ich bin so klug! Was haben wir denn da? Medipack. Steht doch, wie wir die Abkürzungen benutzen können. Ich wurde mir erklärt, ich weiß, aber ich habe es wieder vergessen. Medipack, Medipack, Stase, Plasmaenergie. Ach, das wird so separat gebracht. Dafür müssen wir wahrscheinlich uns noch neue Sachen kaufen. Was ist das? Plasma-Gatter. Okay. Tu damit. Mach das zu! Zu mit dem Menü! Okay, wir haben keine Auswahl. Wir müssen da lang. Oder nee, hier. Doch, wir müssen hier lang. Alter Schwede, und mach nie wieder das Licht aus, wenn ich hier gerade lang laufe, Kollegen. Dein Startmodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Was für ein Ding? Setzen Sie Stase ein, um Objekte... Jetzt habe ich nicht gelesen. Es geht viel zu schnell weg hier. Kann ich es nochmal nachlesen? Nö, natürlich nicht. Okay, dann nicht. Was ist das da? Kann ich das irgendwie... Mhm. Ja, was passiert, wenn das aufläuft? Geht's dann wieder zurück? Okay. Das scheint ja richtig gewesen zu sein. Okay, es kommen schon seit einer ganzen Weile keine Monster mehr. Das heißt ja bald... Hi! Ey, du bist tot. Hä? Oh, noch einer! Nein, der ist nicht tot! Was zur Hölle? Warum nicht? Du hast keinen Kopf mehr! Wieso lebst du noch? Du hast keinen Kopf mehr, Kollege! Alter!
Wie soll man sich denn hier sonst sicher gehen? Holy shit. Bist du tot? Bist du tot? Muss ich dir irgendwie alles abreißen, bis du mal den Löffel abgibst, Kollege? Heilige Fresse. Ich komm für dich klar. Ah! Fehlfunktion. Achso, ich muss wahrscheinlich erst da hinten noch was aktivieren. Alter Schwede. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Was tust du mir für Sachen an? Geil. Okay. Da ist doch bestimmt wieder was Nettes für mich drin. Credits. Ich möchte wissen, wofür das ist. Wow! Wow! Alter! Meine Fresse. kennt ihr diesen Moment, wenn ihr euch so... Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Wusstet ihr übrigens, dass Lachen eine natürliche Reaktion auf Schrecken ist? Auf Schock und sowas? Ja, ich bin, glaube ich, ein gutes Beispiel gerade dafür. Meine Fresse. Vor allem, wie ich immer direkt Paras kriege und dass ich hier irgendwie an allen möglichen Seiten angegriffen werde. Ja? Kann ich das jetzt hier machen? Nee, schauen wir nicht. Okay, irgendwas hat da nicht funktioniert. Ja, der hätte mir gerade irgendwas gesagt, was ich machen soll, aber irgendwie habe ich es nicht geschnallt. Irgendwie. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ich habe so eine Vorahnung. Probier das mal aus. Ich bin ja voll intelli-klugi schlau. So, und jetzt? Ah! Sag's doch, manchmal. Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Oh, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Tja, rumkriechen ist gut. Ich muss mich mit den Dingern hier... ein bisschen... Oh, guck mal, da kommt einer. Hi. Hi. Kann ich nochmal das Ding wechseln? Ach so, ja. Gut. Waggonersetzung abgeschlossen. Meine Herren. So, also der Typ kommt von da hinten rein. Ich traue dem... Braten hier nicht. Wieso leben die eigentlich noch, wenn, das war eklig. Wieso leben die eigentlich noch, wenn ich denen den Kopf abschlage? Ist das irgendwie... Wobei, ich erfahre es vielleicht noch. Ich will es dann gar nicht wissen. Zugreparatur. So. Und vor lauter Schreck habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, was meine Aufgabe ist. Hoppla. Der Monogel-Computer ist aufgrund einer fehlenden Platine offline. Kendall glaubt, die Platine sei im Wartungssektor. Obwohl jemand absichtlich versucht hat, den Transporter zwischen den Decks zu unterbinden, wenn ich das Monorail-System nicht reparieren kann, werden wir jedenfalls nicht weiterkommen. Dann, lieber Ivac, würde ich sagen, reparierst du es einfach und alle sind glücklich. Du sollst es nicht rumtreten und guck mal da, der Typ möchte uns die Hand schütteln. Hallo? Oh Gott, das ist so eklig. Zurück? Ah, da ich mich die ganze Zeit so auf meine Umgebung hier achte, fällt es mir echt schwer, mich darauf zu konzentrieren, so auf die ganzen Texte zu konzentrieren. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich gerade gesagt bekomme, wo ich hin muss. Was ist das? Energieknoten? The fuck? Was ist denn das? Was ist denn ein Energieknoten? Etwas, was ich hier nicht im Inventar finde. Da. Knoten ein. Okay. Scheint wichtig zu sein.
Bleib offen. Da oben. Kollege, kommst du hier raus? Wohin gehst du? Oh Gott, ey, das könnt ihr mir nicht antun, Leute! Seriously? Nee. Naja, gut. Wir haben viel geschafft. Leute, dann würde ich sagen... Ja, gut. War es das auch? Ja. Okay. In Dead Space für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir die Platine suchen. Vielleicht haben wir sie schon längst gefunden und ich habe es noch nicht mitgekriegt. Bis dahin. Und ich will nicht wissen, wie verängstigt er gerade unter seinem Helm guckt. Bestimmt genauso wie ich. Nein, er ist Badass. Ich nur halb. Bis dann, Leute. Ciao.